Und noch was, Leute. Mach erst mal die Basics. Und du bist vielleicht auf der Zugspitze. Hab ich! Will auf dem Mount Everest. Yeah! Ey! Bitte neu zu drehen. Oh, mein Nack. Oh. Leute, was geht ab, Digga? Ich bin's wieder. Das war echt richtig witzig. Was geht, Leute? Guten Morgen, Friends. Guten Morgen. Ich bin hier gerade aufgewacht, wie man sehen kann. War jetzt gerade noch auf dem Klo gewesen. Und ja, man, heute ein Day, one day of training in Thailand. Ich nehme euch heute mit. Einen Tag von meinem Training, meiner Ernährung und mein Tagesablauf in Thailand. Wir haben jetzt gerade so 8.30 Uhr morgens und als allererstes gehen wir jetzt ins Mini-Stadium und joggen, machen ein paar Liegestützen. Ja, Mann, und schauen, was der Tag mit sich bringt. So, als allererstes, nachdem ich aufgestanden bin aus dem Bett, checke ich meistens die Waage ab. Normalerweise gehe ich als erstes aufs Klo, logischerweise, um dann auf dem leeren Magen mich einzuwiegen. Ich brauche nicht mal 60 Sekunden, wenn ich auf dem WC bin. Okay, das ist Punkt Nummer 1. Egal, was ich dort machen muss. Und Punkt Nummer 2 ist, mir reicht fast immer ein Blatt Klopapier komplett aus. Ja, man, so 81,5 Kilogramm aktuell, ziemlich gutes Gewicht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall Zähne putzen und dann machen wir uns einen frischen Kaffee. Da ich logischerweise kein Untermensch bin, kommt zuerst Wasser, dann die Zahnpasta und dann wieder ein bisschen Wasser drauf. Leute, ich habe jetzt gerade Zähne geputzt. Eine wichtige Sache, die ich vergessen habe, die ich immer direkt nach dem Aufwachen mache, ist auf jeden Fall erstmal so 0,5, 1 Liter, 1,5 Liter Wasser trinken. Let's go. Schmeckelasse. So, Friends, jetzt wird es Zeit für einen frischen Kaffee. Ganz, ganz wichtig für mich. Da ich absolut kaffeeabhängig bin und kaffeesüchtig, habe ich hier zum einen Filterkaffeemaschine und zum anderen traditionellen vietnamesischen schwarzen Kaffee. Cappuccino. Ready. Also, Friends, ich bin jetzt im Mini-Stadium angekommen. So sieht das Ganze aus. Dort spielen ein paar Jungs Fußball. Genau, hier werde ich jetzt auf jeden Fall trainieren. Da stehen ein paar Dips, ein paar Liegestützen, ein paar Squats, Laufen und Seilspringen an. Und wir haben jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber 33 Grad draußen, dementsprechend ziemlich warm, ziemlich heiß. Ich bin jetzt schon am Schwitzen, obwohl das Training noch nicht angefangen hat. Kann ja nur gut laufen. Nochmal. Get rich or die trying, Mann! Get rich or die trying! Ganz einfach! Verdammte Scheiße nochmal, ja? Mich hält keiner von meinen verdammten Zielen ab, Mann! Wird immer schwieriger. Also, Leute, ich bin jetzt durch mit den ersten 5 Sätzen Liegestütze, Dips und Squats. War auf jeden Fall anstrengend, hat mich jetzt insgesamt so 15 bis 20 Minuten gekostet. Und jetzt geben wir auf jeden Fall einen entspannten 5 Kilometer Lauf machen. Ganz entspannt, in einer niedrigen Herzfrequenz. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und danach nochmal weitere 5 Sätze und Seilspringen.
So Leute, ich bin jetzt durch mit dem Laufen. 5 Kilometer absolviert. Ich kann ja hier mal die Daten einblenden. Puh. Ja, war ein entspannter Lauf gewesen. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass ich 1-2 Minuten Pause gemacht habe, weil mein Magen gedrückt hat und ich übertrieben kacken musste. Dementsprechend bin ich angehalten, bin kurz aufs Klo gegangen und bin dann weiter gejoggt. Aber nichtsdestotrotz haben wir die 5 Kilometer durchgezogen. Und jetzt machen wir den zweiten Satz, beziehungsweise den zweiten Part von den 5 Sätzen Liegestütze, Dips und Squat und danach noch Seilspringen, dann sind wir durch mit dem Morgentraining. Und eine Sache, die ich noch erzählen wollte und anmerken muss, ist, was ich übertrieben krass an Thailand finde, ist im Endeffekt, dass ich joggen gegangen bin für eine halbe Stunde und ich habe einfach meine Sachen hier draußen einfach liegen gelassen. Hier ist weit und breit niemand, außer die Baustellarbeiter. Und im Endeffekt wurde gar nichts hiervon irgendwie berührt und alle meine Sachen sind einfach noch da. Und genau das liebe ich einfach an Thailand. Man hat hier die Sicherheit, man hat hier das gegenseitige Vertrauen und jeder versucht einfach jedem zu helfen, was extrem krass ist. Dementsprechend Props geht raus an Thailand. Ey Freunde, der Akku meiner Kamera ist jetzt leer gegangen, weil ich vergessen habe, ihn zu laden. Dementsprechend muss ich jetzt auf dem Handy weiter filmen. 3 Sätze fehlen noch. Let's go. Zwei noch. Zu heiß, Leute, zu heiß. Der Boden ist viel zu heiß. Okay, Freunde, kommen wir zu dem letzten Satz. Ich habe mir da extra ein Handtuch jetzt auf den Boden hingelegt, weil der Boden einfach viel zu heiß ist und ich mir sonst meine Hände verbrenne. Ja, Mann, 30 Liegestützen, 30 Squats und 10 Dips. Und dann haben wir es geschafft. Danach fehlt nur noch Seilspringen und dann sind wir durch mit dem Morgentraining. Let's go. Das hat gerade meine Liegestützen und Squats nicht aufgenommen, nur die Dips. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir trotzdem. Also Friends, ich bin jetzt zu Hause endlich angekommen. Ganz dummerweise habe ich vergessen, meine Kamera vorher zu laden. Deswegen ist der Akku leer gegangen. Ich habe es jetzt ganz kurz geladen. Ich glaube, das hält jetzt für 5 Minuten oder so. Und dann geht der Akku auf jeden Fall wieder leer. Plus, draußen sind 35 Grad und mein iPhone hat einfach nicht mehr mitgespielt. Mein Handyspeicher war leer und dementsprechend konnte ich die letzten paar Minuten von meinem Training nicht mitfilmen. Nichtsdestotrotz habe ich die Liegestützen, Dips und Squats vollständig absolviert und bin dann noch im Nachhinein Seil gesprungen. Die Daten vom Seilspringen kann ich euch ja mal hier einblenden. Ja genau, und das Training am Morgen hat dann so ausgesehen. Ich werde jetzt ungefähr bis 15 Uhr meine Videos schneiden. An die Leute, die es nicht wissen, ich bin auch aktuell am Fasten. Das heißt, ich esse nur zwischen 15 und 21 Uhr. Die würden mich fragen, ob bei Fast and Furious... Du, die würden mich fragen... Hallo, Herr Statham, wie möchten Sie bitte Ihr Frühstück morgen früh? Da würde ich Ihnen sagen, du, mach ich damit ein Fasting. Was kommt denn mit Frühstück? Verdammt normal. Ja genau, und bis 15 Uhr werde ich jetzt wahrscheinlich Videos schneiden und dann habe ich heute Abend um 18 Uhr noch mein zweites Training und zwar Boxen. Ja, Boxen steht an, bisschen Seilspringen, bisschen Partnerübung wahrscheinlich. Heute Abend steht auch auf jeden Fall Sparring an und
ja, ab 15 Uhr sehen wir uns dann in der Küche und dann wird auf jeden Fall erstmal die allererste leckere Mahlzeit prepared. Was geht, Freunde? Ich melde mich hier gerade vom Schnitt des Videos. Und zwar werde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden, weil es ansonsten viel zu lang werden würde. Und da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf. Der nächste Part kommt auf jeden Fall nächste Woche. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Und eine ganz wichtige Sache, Leute. Mir ist aufgefallen, dass mehr als 80% von euch meine Videos gucken, ohne zu abonnieren. Und da frage ich mich, was da falsch läuft, Leute. Ich stecke jede Menge Arbeit, Fleiß und Energie in diese Videos, damit sie auch jede Woche erscheinen. Dementsprechend würde es mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Seid nicht so, beruht auf Gegenseitigkeiten. Passt auf euch auf, Leute. Bedanke mich bei jedem, der das Video gesehen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Abonniert mich. Ich habe damals mit ihm einen 50-50-Deal gemacht, ja. Ich bin vor der Kamera, ich mache das ganze Marketing, ich mache das alles. Und ich war quasi so der Business-Kopf und er hat einfach nur die Webseiten umgesetzt, das IT-liche gemacht, das Steuerliche und das Rechtliche, ja. Management, sowas. Für sowas kann man einem höchstens 20% geben, Leute. Ich habe da einen 50-50-Deal gemacht, der hat da Mios gemacht, ich hätte das nie machen dürfen, das war ein Riesenfehler.